Sven war zuerst in einen Papierkorb verliebt, dann in einen Hüpfball, dann in die Garage und seine Mutter fragte Sven, warum verliebst du dich nicht einfach einmal in ein Mädchen? Doch Sven rief, Mutti, ich bin ein Dingficker, na und was ist denn schon dabei? Sind die Gedanken und die Gefühle neuerdings nicht mehr frei? Ich bin ein Dingficker, na und was ist denn schon dabei? Sind die Gedanken und die Gefühle neuerdings nicht mehr frei? Svens Mutter reagierte verständnisvoll, aber sie war natürlich nicht froh. Sie bat ihn um einen Gefallen, Sven, bitte tu deinen Samen ins Klo. Was sollen denn die Leute denken, sie sind so schrecklich konservativ. Und Sven rief, ach Mutti, sie denken vielleicht, er ist ein Dingficker, na und was ist denn schon dabei? Sind die Gedanken und die Gefühle neuerdings nicht mehr frei? Er ist ein Dingficker, na und was ist denn schon dabei? Sind die Gedanken und die Gefühle neuerdings nicht mehr frei? Sven bekam Probleme mit der Polizei, sie nahmen ihn mit. Sie sagten zu ihm, so etwas macht man besser zu Hause, Sven. Dann bekommt man keinen Ärger. Also sei brav und reiß dich zusammen. Und jetzt hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Du Dingficker, hau ab, du bist jetzt wieder frei. Aber lass dich in der Öffentlichkeit nicht mehr erwischen dabei. Er ist ein Dingficker, was soll's? Es ist denn schon dabei? Sind die Gedanken und die Gefühle neuerdings nicht mehr frei? So wäre Sven beinahe zum Stubenhocker geworden. Aber als er den Führerschein hatte, kaufte er sich ein Wohnmobil. Damit bereist er die ganze Erde. Und in Afrika riefen die Leute, guck mal, der weiße Mann da, er hat Feeling für die Welt. Er ist ein Dingficker, na und was ist denn schon dabei? Sind die Gedanken und die Gefühle neuerdings nicht mehr frei? Er ist ein Dingficker, na und was ist denn schon dabei? Sind die Gedanken und die Gefühle neuerdings nicht mehr frei?